So. Ich kann sagen, da irgendwo ein Zombie. Ja, der ist jetzt tot. Ah, wir haben leider noch was vor uns, Alter. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt Unmengen an Sand und an Erde. Wenn ich sehe, wie tief das da hinten ist. Sieht lustig aus, ne? Ist schon ultra tief da unten. Ja, geht. Dauert halt noch ein paar Stunden, das fertig zu machen. Aber dafür wird das Haus richtig geil. Alter, wie riesengroß dieses Fundament einfach ist. Ist eigentlich noch relativ klein, aber Survival ist echt übel. Hier, ich habe ein bisschen Sand für dich. Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr, das habe ich schon so weitergemacht. Kannst du trotzdem hier Sand Ja, ich reinschütten. nehme ihn einfach. Also es ist ja egal, ob du da Erde hin machst, du kannst es auch mit Sand jetzt Ja, aber einfach der machen. fällt ja Ist ja durch. Wurst. Ja, ist ja egal. Dann hast du halt, musst du dann musst du beim nächsten, mit der nächsten Etage halt nicht mehr nachbuddeln, was ich meine? Dann brauchst du da nicht mehr Nee, das ist hinzubauen. übrigens schlecht, was ich gerade hier mache. Ich lasse nur den einen Stein hier hinten in der Ecke stehen, ne? Wir müssen ja Warum? irgendwie hier wieder rauskommen, Peter Lett. Ach so, brauchst du einfach hier Erde dran. Ja, oder so. Ist jetzt nicht so der Film, wir haben ja jetzt Erde genug. Oh, ich habe eine Nachricht bei Skype. Oder? Ne, habe ich nicht. Wie tief das hier auch runtergeht, ne? Ja. Da ist einiges an Sand notwendig, würde ich sagen. Ich weiß, aber ich baue hier ja noch einiges an Sand ab. Es wird schon wieder dunkel. Scheiße. Schon fast wie Fließbandarbeit. Unter uns sind die Quallen hier gerade. Ja, du trinkst sie gerade auf allen Flecken, ne? Das ist richtig krass. Kommen da ja nicht mehr raus Also nachher. sagen die bei mir nicht nachher im Wohnzimmer rumschwimmen, ist mir jetzt eigentlich egal. Nö, nee, kannst du ja killen. Ich hab sowieso überlegt, ob wir hier so einen Tunnel durchmachen sollen durch den Keller auf irgendeiner Etage, dass die Quallen Ich da wollte gerade durchschwimmen können und fragen, so. kann man da, wollen wir nicht einen auf SeaWorld machen? Aber das können wir ja im Klar, kann man Nachhinein. machen. Erstmal machen wir das Fundament, das können wir ja dann nachher noch Ja. alles ausleiten oder durchleiten. Das wäre ja ultra Ja, genau. Ghetto, wenn wir dann so Scheiben unter Wasser im Wasser hätten. Ja, es Da geht. habe ich richtig Bock drauf. Komm, Peter, wir müssen mal langsam wieder zurück.
Das sieht schon krass aus, ne? Ja, wenn du überlegst, dass da vorher noch überall Wasser war. Voll geil. Das ist halt Minecraft, das viele. Wir machen einfach einen auf SeaWorld. Ja, das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Oh. Ups. Was ist da los? Ich hab mein Essen weggeschmissen. So, noch eine Zigarette nach dem Bau, so wie es sich gehört, wa? Ich bin schon Level 9. Ich bin schon Level 5. Ich bin der König von Mallorca. Ich bin der König persönlich. Kennst du das noch von Echo, das ganz alte? Sorry, das muss ich jetzt gerade mal sagen. Auch wenn alle Zuschauer mich vielleicht jetzt hassen, aber ich finde Echo Fresh scheiße. Der ist auch scheiße. Alle sagen immer, der kann ein bisschen was. Ich finde, der kann gar nichts. Ist halt Gladbacher auch noch, ne? Ich bin halt Kölner, ne? Oh. Das kommt auch erschwerend hinzu. Daher. Fahr weiter, Echo Fresh. Peter. Nee, achso, ja. Ach, scheiße. Ah, fuck, jetzt habe ich mich jetzt selber. Ich bin der König persönlich. Ich höre hier einen Zombie rum. Ah ja, da hinten ist er doch, ja. Ich kill den jetzt erstmal. Oh, ich brenne! Ja, quasi am Verbrennen. Hast dich bei dem angesteckt, der muss aufpassen. Nix passiert. Ich freue mich schon darauf, das Haus einzurichten. Aber beziehungsweise überhaupt mal die Wände und so zu ziehen nachher, das wird schon geil. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, was wir alles brauchen. Daher brauchen wir noch ein Zaubererzimmer und sowas alles. Naja, wir brauchen noch richtig viel. Machen wir einen Raum komplett voll mit Öfen und dann brauchen wir ja noch eine Hühnerfarm mit und andere Geschichten. Ja. Da sehen wir alles nachher einfach. Bau du mal weiter den Sand ab. Ich kümmere mich hier rum schon. Mein Sand geht nämlich jetzt langsam auch schon zur Neige wieder. Und ich finde, das hier ist wirklich mit dem Sand ist echt am entspanntesten, finde ich. Ja, einfach runterfallen lassen, das geht eigentlich ziemlich schnell. Also, das Ding ist halt, es ist beides genau exakt das gleiche, ob du das waagerecht baust oder senkrecht. Das ist nee, weil der egal. Sand schneller halt reinfällt, als du die Sachen hier auf- und abbauen kannst, den Sand, den Schmutz hier. Die Erde, meine ich. Weißt du, was ich meine? Der Sand fällt schneller runter, als du die Erde abbauen kannst. Wenn wir zu zweit sind. Wenn man alleine ist, das Ding ist ja, du brauchst. Aber wenn man zu zweit ist, ist das so schneller. Nee, das ist theoretisch nicht, weil das ist mathematisch eigentlich. Das Ding ist ja, wenn du... Hä? Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel. Ich habe jetzt gerade mal... Ah ja, okay, 63 ist schon was. Nee, das Ding ist ja, wenn du eine Platte baust hier oben drauf, ja, jetzt sag ich mal so, dann bist du schneller, als der Sand runterfällt. Also rein theoretisch ist diese Möglichkeit sogar noch schneller. Ja, aber nicht bei so einer Höhe. Der Sand. Verstehst du? Da relativiert sich das nämlich wieder. Ja, dann brauchst du musst halt immer wieder eine Etage runtergehen, dann da nochmal bauen. Aber das ist ja, du musst ja das Ding sowieso wieder abbauen, den Sand, den du. Weißt du, was ich meine? Also, es ist völlig egal, welche Variante du benutzt. Du musst das Loch, was du voll gemacht hast, auch wieder leer machen. Ob du den Sand runterfallen lässt oder ob du da Plattformen reinbaust, ist eigentlich Jacke wie Hose. Ich habe das Gefühl, das geht schneller. Liebe Zuschauer, falls ein Mathe-Genie unter euch ist, macht mal eine Auflistung. Setzt euch mit der Stoppuhr hin und guckt mal, welche Methode schneller geht.
Mein Opa hat mir mal voll das krasse Rätsel aufgegeben, das ist auch mega lustig. Warte mal, erstmal. Weil es einfach so unlogisch ist. Pusht mir nochmal Sand. Was denn für ein Rätsel? Kennst du Song? Den Song? Ja, ja. Die alte Sendung. Wo, so wie, weiß ich gar nicht, mit was man vergleichen kann. Wo man sich nachher zwischen drei Türen entscheiden musste, unter welcher Tür das Auto steht. Kennst du das noch? Noch mal was. Mit den drei Türen, mit den Wächtern oder was? Nee, du hast halt... Du bist schneller als ich, warte mal. Weil das, was du da gerade machst, ist total useless. Also total useless. Ja, nee, ist okay. Nee, das Ding ist halt, du hast im Nachhinein, das ist eine Quizshow und du hast nachher drei Türen, vor denen du stehst und hinter einer Tür ist das Auto. Und hinter den anderen beiden Türen sind die Songs. Ja, das kenne ich, die Sendung, ja. Oder hinter einer Tür ist der Song und hinter einer Tür ist das Auto. Oder hinter zwei Türen sind die Autos. Oh, scheiße. Ich muss zuerst Stein abbauen, bevor ich hier weitermachen kann. Ne, ich geh Stein abholen. Warte, ich lasse den Sand... Ja, nee, dann geh du Stein abbauen. Ich mach das hier dann mit dem Sand weiter, okay? Mit der Erde. Alles klar, bitte. Nämlich zuerst die untere Mauer da bis zum Ende durchziehen, damit der Sand nicht, damit naja, das Wasser nicht genau reinkommt. Achso, wenn ich nachher aufhöre, hast du Bock bei dir weiter zu zocken Minecraft? Alleine, oder? Was? Ich weiß nicht. Ich mach heute nicht ganz so lange. Na gut. Nee, man kann sich nämlich die World-Dateien einfach hin und her schieben, dann kannst du einfach auf deinem eigenen PC nachher weiterbauen, wenn du weiterbauen willst. Wir machen wenn ich nicht zusammen da bin. Weiter dann morgen. Na gut. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben jetzt gleich 8 Uhr. Also bis 9 würde ich noch zocken. Bei euch auch. Also spätestens 9. Oh, Axt kaputt. Aber ich habe noch 2.